Hi Leute und willkommen zurück zu Let's Play. Hell yeah! Gut, Part 13 kam nicht mehr vor dieser Aufnahme, weil Cam Taser die Aufnahme irgendwie verhunzt hat beim Rendern. Und ich habe sie vorher noch nachgesehen, ob sie in Ordnung ist. Ich verstehe nicht, woran es gelegen hat. Verpasst habt ihr eigentlich auch nicht viel. Ich habe ein Alien mit der Säge geschrottet, weil das hat ein Schutzschild. Und ich kann an einer Stelle nicht weiter. Und die kann ich euch jetzt auch zeigen. Und das ist total arschig. An der einen Stelle habe ich festgehangen und ich muss das Spiel nochmal komplett von vorne spielen, um den Bug, den... Ey! Schlampe! Naja. Hier gab es einen klitzekleinen Bug. Ihr seht den Astronauten da oben. Aua. Und diese Bombenviecher. Die muss ich in die Luft jagen, indem ich den Rauch von diesen komischen Kisten da angreife. Das Blöde ist, die Kisten waren alle so weit links wie möglich. Damit es auch ja nicht funktioniert, sie in die Luft zu jagen. Und ich konnte sie auch nicht wieder nach rechts schieben. Die konnten irgendwie nur noch nach links. Jetzt kommt allerdings erst das Hauptproblem. Ich konnte auf die Art und Weise den Weg nicht freimachen. Ich bin gestorben und musste an die Stelle zurück. Weil ich erst gar nicht kapiert habe, wie der Astronaut da oben funktioniert. So, weil ich das Spiel komplett von neu spielen musste, habe ich jetzt ein paar neue Waffen. Die Shotgun. So, den Rauch anzünden, den man dann einfach anschießt. Und den Revolver, der haut richtig rein. So. Also hier war ich und ich habe unterwegs ein paar Geschenke angesammelt, habe ein bisschen gegambelt an den Automaten. Also habe ich jetzt ein bisschen mehr Kohle wie vorher zur Verfügung. Ich habe allerdings noch genauso viel AP wie vorher. Gut, das Alien, das ich mit der Säge kaputt gemacht habe, hatte genauso ein Schutzschild wie der Typ da. Ich musste sie also mit der Säge umfahren. Mit dem Typen muss ich jonglieren. Wir sind so stark. Und dass der Augen hat. Naja, wir spielen eine Runde Fußball mit ihm. Ein bisschen schade, dass ich das Ganze nicht überspringen kann. Aber okay, ihr müsst es ja auch sehen. Gut, ganz ordentliche Portion Bluten. Hier komme ich nur weiter, wenn ich drei weitere Viecher kille. So. Wow. Diese komischen Viecher können sich an uns heften und uns beißen. Und weil sie sich an uns heften können, bringt es auch nichts, mit der Säge dadurch zu fahren. Dann saugen sie mir nur Blut ab. Wie irgendwelche Vampire. Aber den Qualm können sie irgendwie nicht haben, das ist komisch. Oh, 7-mal. Ja. Ach, hin und her, okay. Oh, so catch the beat für Arme. Diese Sterne haben Soldatenhelme und Fallschirme. Okay, was wird das? Warte mal. Zauber? Es ist der Zauberer. Oh. Ugh. Bam, zu viel Gammastrahlung. Ich weiß nicht, ob ihr den Film Hulk gesehen habt, die erste Version. Die erste richtige Verfilmung davon. Da ist Hulk. Ja, da hat Bruce Banner, er ist halt eigentlich Hulk. Der hat da mit seiner Freundin mit Gammastrahlung experimentiert. Die haben damit eine Kröte aufgeblasen und zum Platz gebracht. Jetzt muss ich das Ding. Ja. Ich muss erst die Idioten loswerden. Ich hasse es, dass er so ein Reflektierschild hat. Ja. Wenn er auf dem Boden landet, geht also ja von neu los. Ja.
Gott, verdammt nochmal. Ich hasse, dass ich nicht treffen kann mit dem Ding, wenn die Dinger aus dem Bildschirm sind. So. 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 Puh, ist ja knapp, okay. Okay, dann geht hin. Pinkelt einmal ganz ordentlich. Höh. Böser Baum. Will nicht anfassen. So, noch ein Monster. Oh, da trete ich gerne an. Damit können wir das kaputt machen. Wunderbar. Du stirbst auch. Du. Ihr Furzgesichter auch. Und das Ding, wofür es auch immer gut ist. So. Ach ja, das Anpassungsmenü habe ich auch gefunden. Es ist einfach, wenn man die Backtaste drückt. Also für PlayStation-Typis ist es einfach sehr gut. Gut, ich zeig mal, was ich freigespielt habe. Den Römer haben wir ja gesehen. Den Mafioso haben wir auch gesehen. Ey. Ich habe mich nach unten gerückt. Also den gab's, glaube ich, in den zweiten Zone oder so versteckt, aber ich hab's mir sagen lassen, ja, also. Und hier haben wir den Minenarbeiter. Sieht aber ziemlich blöd aus. Ich glaube, wieder beim Mafiosi. Also beim Mafioso. Na, na, so. Passt zum Revolver. Muss ich darüber. Ich hasse, dass die Viecher ständig überall hinfliegen. So, jetzt wird aber erstmal Cash eingesammelt. Ganz schön ordentliche Portion davon. Noch ein Monster. Wo ist es? Nein, fast nee. Was ist denn für ein Lopsi? Oder für ein Wobbel? Vier Augen. Pocket Charm. Ich könnte ewig bleiben, diesen blinkenden Lichtlein zuschauen. Ich bin ein richtiger Softie. Die sind hübsch, nicht wahr? Würdest du gerne mehr davon sehen? Vielleicht auf den letzten davon zulaufen? Das ist ein sehr nettes Angebot, das nehme ich doch gerne an. Kann es eine Überraschung sein? Ich liebe Überraschungen. Okay. Er will eine Überraschung, die soll er kriegen. Ich bin gespannt, ob ich das hinkriege. Ich muss aber nochmal in den Automaten, wie ich sehe. Oh, was ist das? Ja! Okay, weiter komme ich nicht. Ansonsten gibt es ja auch nichts. Gut zu wissen. Ich darf doch lieber die Gatling. Auf die Laser warten. Aber sonst passiert sowas. Jetzt kommt dieselbe Nummer wieder wie bei der Karte. Anschieben, aber nicht treffen lassen. So. Und dieselbe Nummer gefallen. Firestarter, yeah! Jetzt geht die Tür endlich los und die an dem anderen grünen Teleporter oder was weiß ich, was das ist, auch. Und die Kiste sind wir gleich mal ein bisschen schneller unterwegs. Wow. Gut, dann muss ich eine gewisse Miss Fontaine wieder aufsuchen, bevor ich irgendwo hin kann. No. So. Benutzen wir es.
Hä? Willkommen im Weltall! Das ist die Zukunft! Ich warne dich, pöbel mich nicht an! Die Zukunft mag keine Pöbler! Da bin ich ganz futuristisch! Lass uns mal zurück in die Vergangenheit gehen. 10 Klappe halten. 20, go to 10. Okay, hier sind die Weltallregeln. 10, schnapp den Treibstoff. 20, schieß die Bösen ab. 30, go to hell. Okay, wir haben hier offenbar komische Bläschen mit F. Steht für Fuel, weil damit scheinen wir uns... Ah ja, ich muss keine Taste mehr drücken, um zu feuern. Ich will allerdings nicht wissen, worauf das Ding fährt, wenn ich kein Fuel mehr habe. Oh. Links ist was. Ich finde es schon ulkig. Lord Irish. Wo ist denn mein Schatz? Ich bin so allein, so allein. Leute wie ich müssen ihre Liebe mindestens zweimal die Woche sehen. Mindestens. Wie reizend. Ich meine brechreizend. Kein Wunder, dass du fast ausgestorben bist. Es ist schon näher. Wenn sie nicht gleich hinter dieser Türe ist, kann ich für nichts mehr garantieren. Ich mein's ernst. Zeig ihm, wie einsam er ist. Zeig ihm die Aussicht. Wie klar. Allein? Ich bin allein? Nein! Ich bin ein großer Romantiker! Ein großer Romantiker stirbt an mir! Bam. Ohne Finish? Ach komm. Ja, goodbye. Ich flieg da mal hin. Wie krieg ich die Tür auf? Die Meteoriten scheinen auch nicht kaputt zu gehen, ne? Ah, doch. Aber er ist unter jahrelangem Beschuss. Ah, ja. Die Strecke ist so vorgegeben, wa? Oh, hier ist noch ein anderes Terminal, oder wie man das nennt. So. Ich bin hier offenbar ganz falsch, weil die Anzeige unten rechts sagt mir, die Karten, das Radar, dass hier keine Gegner sind. Ich kann auch irgendwie nichts anderes drücken, außer Y. Das erinnert mich irgendwie an Beat Hazard. Wobei ich hier nicht auf Musik fahre. Oh, Kacke, das Ding fährt mit unserem Blut! Das ist nicht so gut. Brauche Treibstoff. Brauche Treibstoff. Aber unser Blut füllt sich wieder auf, sobald wir Treibstoff haben. Das ist gut. Gut ist, dass ich hier gerade so gut wie nichts finde. Ah, ja, dann mach schon was. Ja, wie war das Minions respawnen immer? Hm, gut, kümmere mich mal um den da oben. Aua. Stirb. Aua! Es sieht uns ja wirklich kein Blut ab, sondern nur Treibstoff. Homing Rocket! Ah, ich hab's gefunden. Dieser schöne Laser. Die Musik finde ich auch ganz toll. Das erinnert mich irgendwie an die... Wie hieß das noch hier? Dings, Feuersteins in der Zukunft. Die Jetsons. Oh, da schießt wieder dieser komischen Laser auf uns, wie dieser tanzende Bär auch schon gemacht hat. Ganz ehrlich, das ist ziemlich leicht. Insert Coin. Bingo, getroffen. Oh, jetzt kommt Rabbit Invaders.